Für die Piraten, Herr Kollege Spies. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, also wir sollten hier nicht über die Köpfe der Menschen hinwegreden. Die Geringverdiener unterhalb des Existenzminimums, der Armutsgrenze, die eine Mieterhöhung von 200 oder 300 Euro ins Haus bekommen. Das ist gerade mal das Geld, was sie im Monat zum Leben haben. Hier muss natürlich sofort geholfen werden. Und da hilft es nichts, darüber zu lamentieren, dass das alles hätte besser sein können und so weiter. Hier muss ein Ausgleich von mindestens 90% der Erhöhungskosten auch geleistet werden. Das gibt das Gesetz momentan nicht her. Insofern unterstützen wir natürlich grundsätzlich auch den Antrag der Linksfraktion. Das Problem liegt aber tiefer. Man braucht, und das ist auch das Interessante in dem Antrag, man muss frühzeitiger anfangen, an dem Problem zu arbeiten, proaktiv tätig zu werden. Dazu braucht es eben auch einer Gruppe beim Senat, die sich mit dem Problem beschäftigt und die auch mit den Wohnungsbaugesellschaften zusammenarbeitet und dafür sorgt, dass auch in dem Bezirk, also in dem Kiez selber, preiswerte Wohnungen zur Verfügung stehen, damit, wenn die Menschen dann umziehen müssen, sie nicht irgendwo an den Stadtrand gedrängt werden, sondern in ihrem Kiez bleiben können. Langfristig auch so, ich lese da heute einen Kommentar von Frau Petzi in der Tageszeitung. Wer nicht gegen Segregation angeht, wird dies teuer bezahlen. Mischung und Vielfalt in einem Viertel sind der beste Garant für gleiche Bildungschancen und das wirksamste Mittel gegen Kriminalität und Verwahrlosung. Soziale Brennpunkte hingegen schmälern die Gewinne von Wohnungsunternehmen, konkret in den betreffenden Vierteln, letztlich in dies für alle Akteure in der Stadt. Die Gesamtfolgekosten einer verfehlten Stadtentwicklung kommen Staat und Unternehmen teuer zu stehen. Insofern ist eben auch die Politik der städtischen Wohnungsunternehmen eben nicht genügend bezahlbaren Wohnraum, gerade für die Geringverdiener, die eben unterhalb der Armutsgrenze leben, stark zu kritisieren. Hier muss eine Verbesserung geschaffen werden. Es wäre auch sehr schön, wenn wir eine Möglichkeit hätten, die Eigentümer von Mietwohnhäusern dazu zu bringen, einen gewissen Prozentsatz ihrer Wohnungen eben auch für Geringverdiener zu erschwinglichen Mieten anzubieten. Ich weiß nicht, wie weit man das gesetzlich erreichen kann, aber es wäre ein Appell an alle, die eben hier Eigentum besitzen an Mietshäusern. Ich kenne auch einige Eigentümer, die das schon tun, dass etwa 10-15% der Wohnungen für Geringverdiener zu erschwinglichen Mieten angeboten werden können. Prinzipiell ist es natürlich so, dass wenn die Mieten steigen und die Vermieter auch wissen, dass der Staat eben diese Erhöhungen subventioniert und bezahlt bei den Geringverdienern, dass man dadurch eben eine weitere Erhöhung des Mietniveaus hat. Das kennen wir auch bei den Kosten der Unterkunft für Arbeitslosengeld-II-Empfänger. Hier muss man sich eben intelligenter aufstellen, muss man versuchen, eben gegen diese Mietpreisspirale etwas zu unternehmen. Es ist ein nicht so einfaches Thema. Das Problem wird uns in dieser Legislaturperiode noch lange verfolgen. Aber ich bitte darum, wenn man diese Fragen hier debattieren, denken Sie an die Sorgen und Nöte der Menschen, die eben diese Mieterhöhungen bekommen und nicht mehr wissen, was sie damit tun sollen. Die werden sich nicht so hinstellen, wie wir vorhin in der Eingangshalle und Odo Fröhliche singen. Das wird eher ein Tränenlied werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege Spies. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor.
Es wird die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr und an den Hauptausschuss empfohlen. Ich höre keinen Widerspruch. Dann verfahren wir so.